Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Visitor 1, Proving Ground of the Metal Overlord, Teil 119. Immer noch die DOS-Version und immer noch auf Ebene 7 des Übungsgeländes des wahnsinnigen Herrschers. Und wir sind immer noch hier. Wollt schauen, was hier ist. Ich nehme die freundliche Gruppe von Medusa-Lizards, okay. Ja, ich nehme den Teil direkt nach dem letzten auf. Das heißt, ich muss die Zauber für die Expedition oder für die Runde nicht nochmal neu zaubern. Deswegen, genau, schauen wir mal. Zwei Level 8 Priester. Oh, und wir haben gleich volle Zauber, wie praktisch. Sehr schön. Ja. Mob macht 12 Schaden. Sam macht 8 Schaden. Gamni macht 23 Schaden. Shoppy zaubert Malit und tötet einen Priester. Und den zweiten auch gleich. Riva zaubert Lord, aber das bringt ja nichts. Miraklis zaubert Malit, du bringt ja auch nichts. Jeder Überlebende kriegt 573 Erfahrungspunkte und dort ist seine Truhe. Oh, Exploding Box macht ja brutal Schaden, also lasse ich die. Okay, das ist ein Account, 4 Wehrtiger und 3 Wehrwölfe. Mob macht 10 Schaden. Gamli tötet einen Werwolf. Prima zaubert Lotto und tötet einen Werwolf. Einen nimmt 12 Schaden. Einen nimmt 15 Schaden. Einen nimmt 10 Schaden. Ach, ein Wertiger nimmt 10 Schaden, Entschuldigung. Ein Wertiger nimmt 13 Schaden. Ein Wertiger nimmt 18 Schaden.
Miraklich zaubert Lalith und tötet einen Wehrtiger. Einer nimmt 11 Schaden. Noch einer wird gekillt. Noch einer wird gekillt. Sam wird verfehlt. Sam wird verfehlt. Sam tötet einen Werwolf. Und Sam tötet den letzten Wehrtiger. Jeder Überlebende kriegt 1424 Erfahrungspunkte und dort ist die Ruhe. Noch ein Mage Blaster. Ich hätte gar nicht vorgelesen, was es bekommen hat, aber egal. Jetzt muss ich mich erstmal. Ich bin aus Malis aus. Wie ist das Mali aus? 1, 2, 3. Ja, tatsächlich. Das heißt, das ist sehr blöd. Okay, ich lese hier gerade auf einem Wiki nach, da gibt's, man kann nur mit Mali heilen. Also den Zustandseffekt heilen. Ja gut, da muss man mal schauen. Das heißt, hier ist jetzt quasi ein Björnstein. Könnt auch höflich sagen, er ist stoned. Wortwörtlich. Sieben Wehrtiger, okay.
Achso, der kann ja gerade gar nicht zaubern. Ob macht 9 Schaden. Schoppy versucht zu fangen und fällt, das ist nichts Neues. Gamli tötet den Werwolf. Wehrtiger, Sam macht das Gleiche. Mob macht 15 Schaden. Gamli macht 17 Schaden. Gamli wurde vergiftet. Ein Wehrtiger nimmt 4 Schaden durch Sadito. Sam tötet einen Wehrtiger. Sam wurde verfehlt. Mob wurde öfters mal verfehlt. Prima zwar Betty, er macht 12 Schaden, ist nicht schlecht. Sam wird verfehlt. Kam die Tüte seine Wehrtiger. Schoppy tötet seine Wehrtiger. Kam die wurde verfehlt. Sam wurde verfehlt. Sam macht 15 Schaden. Kam die wurde geheilt. Mob wird verfehlt. Zwei tötet, glaube ich, es war nicht vor noch 3. Mob tötet den letzten Wehrtiger. Jeder Überlebende kriegt 1967 Erfahrungspunkte und 124 Gold.
5 Level 7 Magier und 5 Level 6 Nias. Holy fuck. Gambit wird verfehlt. Sam wird verfehlt. Mob wird verfehlt. Mob wird wieder verfehlt. Mob wird wieder verfehlt. Mob wird wieder verfehlt. Also irgendwie, ich kenne jetzt langsam so, ja. Mob macht 17 Schaden. Sam zaubert Malit und tötet einen Magier. Er nimmt 15 Schaden. Noch einer wird gekillt. Einer nimmt 11 Schaden. Noch einer wird gekillt. Sehr gut. Mob wird verfehlt. Prima zaubert Litokan und tötet einen Magier. Kamlibe kriegt einen Schaden. Kamlibe wird verfehlt. Bob wird verfehlt. Shoppy zaubert Montino. Gamli wird verfehlt. Die macht 23 Schaden, Bob macht 19 Schaden. Sam wird verfehlt. Sam zaubert Malit und tötet ein Level 6 Ninja. Einer nimmt 18 Schaden. Einer nimmt 10 Schaden. Er nimmt 12 Schaden. Er nimmt 19 Schaden. Prima zaubert Litokan. Ninja nimmt 4 Schaden, einer wird gekillt. Er nimmt 5 Schaden. Er nimmt 10 Schaden.
Sam kriegt 4 Schaden. Schorpizard Manifor. Ein Ninja wird nicht gehalten, einer wird gehalten. Noch einer wird gehalten. Mob tötet ein Ninja. Sam tötet auch ein Ninja. Curly tötet ein Ninja. Hat er gut funktioniert. Jeder Überlebende kriegt 2520 Erfahrungspunkte. Das ist die Truhe, auf die ich jetzt gesagt. Die ich jetzt ehrlich gesagt ignorieren werde. Drei Level 6 Ninjas. Okay, das wird gefährlich. Es werden glücklicherweise bis jetzt alle über verfehlt. Kamli macht 20 Schaden. Bob macht 16 Schaden. Kamli wird verfehlt. Bob wird verfehlt. Sam wird verfehlt. Sam macht 29 Schaden. Primazob Litukan macht einmal 9 Schaden. Tötet ein. Tötet noch ein. Schorpizauber Talito, aber wahrscheinlich trifft es keinen. Sam macht 13 Schaden. Mob tötet den Ninja. Jeder Überlebende kriegt 912 Erfahrungspunkte und 80 Gold. Greift mich 5 Orks an, ein Ork rennt davon. Einer verfehlt Mob. Einer verfehlt Mob. Noch einer verfehlt Mob. Kam die töteten Ork. Mob tötet den Ork. Sam tötet den Ork. Ein Ork rennt davon.
Jede Überlebende bekommt 141 Erfahrungspunkte und 8 Gold. Kostet 2400, das ist ja gar kein Problem. Mirakel Explorier heilt sich sehr schön. Gut, dann schmeiße ich mein Lieblingsparty raus und beende hier den Teil. Der erste Teil ist nicht schon ein bisschen kürzer, aber es bietet sich jetzt wirklich perfekt an. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Wenn ja, dann bitte es nichts mehr wieder einschalten. Dann schauen wir mal, ob wir wieder Stones sind. Ein schlechtes Wortspiel später.